Hey, du musst nicht so gemein sein. Ich habe auch Fühler, weißt du? Nein, warte, ich meine Gefühle, nicht Fühler. Mist. Ich sehe nichts. Ich? Achso. Ja, dein Fenster ist weg. Außerdem stand da wirklich Hey, listen. Copyright Infringement incoming. So, ich bin da, ja. Aha. Dieser Weg führt zu einer Zone, die noch nicht im Spiel implementiert ist. Spielen einer Beta. Außerdem mag ich eigentlich keine Alphas und Betas. Ich liebe fertige Spiele, aber mein Gott. Vielleicht ist das so ein Projekt, das ich dann zu Ende bringe, dann doch. Und dann, wenn es weiter ist, noch weiter und so. Wenn du einen Gegner besiegst, lassen die Gegenstände fallen. Ach nee! Wirklich! Naniwa, you don't say. Hilf mir mal lieber im Kampf, Luder. Oh ja, der Rückhandschlag ist dolle. Es lohnt sich richtig, den nochmal einzusetzen. Häuschen ist wohl hier oben. Und eine Nebenquest. Hallo. Ich sehe, bist du Sammler. Oh Mann, ich bin so neidisch. Ich werde dazu gezwungen, mich den ganzen Tag um diese Hühner zu kümmern. Eins von ihnen scheint sich verlaufen zu haben. Kannst du es bitte für mich finden? Ich kann hier nicht verschwinden. Ich finde meine Hühner. Oh. Ja, ist richtig. Ich werde nach dem Hühnchen suchen und dem Hühnchen werde ich dir bringen, wenn ich es finde. Ich hoffe, ich werde es nicht finden. Ach, guck mal, das wird der sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Achiu. Gesundheit, meine ich. Oh, wieder eine Nebenquest. Hey, Junge, ich bin Saiyajin. Du meinst, ich sehe bedrückt aus? Naja, du könntest recht haben. Ich habe gerade eine Weide für den Bauernhof errichtet. Aber wozu soll das gut sein, wenn sich dort keine Tiere aufhalten? Hm, vielleicht kannst du das ändern. Ich sag dir was. Ich gebe dir einen Ködergegenstand, mit dem du ein Hasi-Haustier fangen kannst. Wenn du diese goldene Karotte hier neben einem Hasi verwendest, wirst du ihn zu dir locken. Wenn es nah genug ist, musst du es davon überzeugen, dass du ein würdiger Meister bist. Der Typ heißt Eich. Der Typ heißt Eich. Das schaffst du, indem du das Richtige zur richtigen Zeit tust. Du wirst schon sehen, was ich meine. Ab mit dir. Goldene Karotte. Der Typ heißt Eich und will, dass ich irgendwelche Taschenmonster besorge. Copyright Infringement. So much. Das ist ja schlimmer als Evoland. Also nicht vom spielerischen her. Es ist Evoland sehr, sehr schlecht. Also der zweite Teil. Der erste Teil. Bada bing. Wildschweinhauer. Cool, robustes Fell. Auch noch nie bekommen von der Schwachköpfe. Oh, fein. Meinte sie nicht? Oh nein. Und wie kriege ich das Ding jetzt kaputt? Oh. Alter! Was für ein nerviges Etwas! Okay, das ist auch so ein Babo-Boski. Alter. Drecksack, ey. Coole ohne Ende gegeben, hat er auch gedrückt wie so ein. Boah, wieder? Kannst du mir nicht erzählen? Was? Eine Fähigkeit zu nutzen kostet nur eine Minute. Ich weiß das! Warum erzählt die mir denn alles, was ich schon weiß, nochmal? Warum tut sie dieses? Nervensäge. Oh! Saisonie, diesmal mit einem stimmt. Und wir need the Phasenverschiebung hier. Ich will mal zu dieser Frauenstatue dahin gehen. Oh, blauer Schleim. Das ist ziemlich zäher Schleim. Alter Schwede. Eiszapfen. Kühl. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte gerade witzig sein. Eiszapfen. Hallo. Dann nicht. Ich wollte eh nicht mit dir reden. Drecksack. Wie komme ich denn da hin? Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Jahreszeiten-Ding. Ich würde gerade Zeitreisen-Ding sagen. Ich bin echt zu doll auf Evoland gerade. Na du? Hätte nicht gedacht, dass ich den ganzen Sommer Schnee schaufeln würde. Was ist bloß mit dem Wetter los? Ah, okay. Oh, nächste Quest! Armer Nikodemus. Das wird der schlimmste Geburtstag, den er je hatte. Ich wollte gerade ein paar hübsche Truthähne zum Kochen besorgen, aber sie waren viel teurer als letztes Jahr.
Ich könnte mir keinen einzigen leisten, geschweige denn zwei. Ich frage ungern, aber wenn du ein paar Truthähne auf deinen Reisen findest, könnte ich die dann haben? Ja, kannst du. Vor allen Dingen, wenn ich Inline-Skates dafür kriege, weil statt dem Kind Inline-Skates zu schenken, ist ein Truthahn natürlich viel geiler. Jawoll! Alter! Was das an Damage bei dem Typen verursacht hat. Oh toll, da hat sich unser dummes Vieh genau dazwischen gestellt. Tja, die sind ziemlich, ziemlich zäh. Diese Frostlingsschurken. Und ich weiß halt einfach nicht, wo ich hin muss. Oh, Yeti? Tatsächlich, ist ein Yeti. Ich schon viel früher hätte mal angefangen, deshalb einfach mal so ein Feuer-Dings. Dass den jetzt nicht unbedingt mehr abzockt als ein normaler Angriff. Wow. Alter, hat der viel Life. Tschüss. Ey. Und dann kommt der nächste. Belastend. Wow. Ich weiß halt auch nicht. Irgendwie ist mein... Ach nee, er ist nicht ganz weg. Er ist einfach oben stehen geblieben. Wow, 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 wow. Alter. Ja, komm, köder ihn, los. Boah. Was sind 10 Penner? Ich muss mal... Aber die geben Erfahrung as fuck. Außerdem geben die Fälle. Da kann man wohl nicht rein. Wow, ganz krass, heftig, doll, großes neues Gebiet. Muss ich schon sagen. Hamina. Was bist du denn, ey? Aha, ein Kunde. Nein, Mist. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier draußen in Sisonet einen Laden zu mieten. Ich frage mich, wie es Schwesterherz drüben in den Kürbiswäldern geht. Und sie heißt Muffin. Ist das knuffig. Ist das knuffig. Gut, wir sind hier. Jetzt muss ich nur noch meine Feenmagie wirken, um diesen Pfad zu öffnen. Fertig machen zum Beeindrucktsein. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Aha, sieht so aus, als hätte ich etwas zu viel meiner Magie benutzt, um dieses Tor zu öffnen. Ich bin jetzt ziemlich abgebrannt. Die Fee ist nutzlos. Unfassbar. Ich kann es nicht glauben. Das muss die größte Wendung in der Geschichte der Wendungen sein. Ich weiß, nicht wahr? Das passt so gar nicht zu mir. Boah, sieht aus, als hätte ich ausnahmsweise mal einen guten Eindruck hinterlassen. Du bist wirklich immun gegen Sarkasmus, was? Naja. Komm schon, Junge. Ich bin sicher, der Holzfäller in der Stadt hat eine Axt für diese Bäume. Eine Axt? Warte mal eine Sekunde. Es gibt keinen Grund, gleich mörderisch zu werden. Ich brauche nur ein wenig Essenz des Frühlings und ich werde so gut wie neu sein. Santa hat immer etwas davon. Ja, und Frau Klaus leben gleich neben ihrer Spielzeugfabrik im Norden. Wo habe ich das schon mal gehört? Na schön, von mir aus. Das ist sowieso näher. Lasst uns dem alten Mann einen Besuch abstatten. Santa und Klaus. Santa und Klaus. Fick dich, Spiel. Sehr, sehr cool. Das sieht doch fast so aus, als wären wir hier richtig. Na, guck mal. Frau Klaus. Hey, Frau Klaus. Du hast nicht zufällig ein wenig Essenz des Frühlings herumliegen, oder? Klar, ich habe Tonnen von dem Zeug. Und weiter? Yay, das ist großartig. Ich bin total ausgebrannt und könnte einen kleinen Aufputscher gebrauchen. Na klar. Ein paar verwöhnte Punks kommen in Santas Haus, um ihn zum Narren zu halten? Die Geschichte habe ich schon mal gehört. Ich würde nie... Halt deine Klappe, Schwester. Mein Mann ist vielleicht leicht zu bequatschen, aber so einfach wirst du meine Speisekammer nicht plündern. Als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. Mein Mann wird vermisst und diese Frostling-Gang treibt in der Spielzeugfabrik ihr Unwesen. Frostlinge? Hey, mein Freund hier ist ein Sammler. Wir könnten euch ganz bestimmt aushelfen. Ist das so? Na gut. Verjagt diese Nervensägen aus meiner Fabrik und ihr bekommt die Essenz des Frühlings. Husa! Gehört? Falls ich je von einer Quest gehört habe, dann ist das eine. Ich glaube, ich nehme schon viel zu lange auf. Aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich so lange aufnehme, dass ich noch ein bisschen länger aufnehmen muss, damit ich 2 Folgen rausmachen kann. Ist das nicht dein Freund von den Prüfungen? George, oder wie er genannt wird? Wieder einen gefunden. Das ist mein 100. Das bedeutet auf jeden Fall eine Karte. 2600!
Walla! Nichts? Ernsthaft? Wie viele von diesen Dingen muss ich verprügeln, bevor ich eine Karte bekomme? Walla! Hey, Hube! Auch hier, um ein bisschen Winterzeug zu farmen. Ja. Ärger in der Spielzeugfabrik. Hm? Hey, wir haben lange nichts mehr zusammen unternommen. Wie wäre es, wenn ich zusammen machen und so? Ich nehme das als Ja. Jage seit Stunden jedes. Frostlinge zerschmettern, kriegt nach einer netten Pause. Ich gehe voraus, komm besser schnell nach, wenn du nicht auf der Erfahrung verzichten willst. Dann warte doch auf mich! Krach, Schmetter, Zerstör. Dein Kumpel scheint es ziemlich lebhaftes Interesse am Zerstören von Dingen zu haben. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass er unsere Arbeit kurz erledigt. Verdammt, mit ein bisschen Glück nimmt er die ganze Spielzeugfabrik auseinander. Lass uns gehen, Junge. Lass uns gehen. Lel. Wow, 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 wow. Junge, 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 Junge. Entspanne er. Was für Hexenwerk ist das? Wie ist diese Tür zugegangen? Bist du doof? Die Tür wird über den Knopf dort drüben kontrolliert. Und sie haben das Ding, was ihn gedrückt hat, kaputt gemacht. Echt? Oh, hey, es hat funktioniert. Was für ein Zufallstreffer. Was zum Teufel? Wenn der Knopf unten ist, ist die Tür oben. Und wenn der Knopf oben ist, geht die Tür runter. Hm. Ah, ich denke, ich verstehe es jetzt. Ich denke nicht. Also gut, Hube, ich bleibe auf dem Knopf stehen, du gehst durch. Wenn du diese Kerle verfolgst, hacke ich mir einen Weg durch das Zeug, das den linken Ausgang blockiert. Dadurch müssen wir uns nicht drüber streiten, wer mehr von denen fertig gemacht hat. Dieser Typ ist eindeutig behindert. Aber er one-shottet die halt einfach dolle, ne? Ich muss hier rumpimmeln mit meinem kleinen, nicht mal 40 Schaden machenden Ding. Was ist denn hier los jetzt? Ein Geschenkkarton. Alles klar, ich muss jetzt 20 von diesen Dingern zerstören. Lili Lili. Ja, tatsächlich. Gerade einen neuen Level erreicht. Wer hätte das gedacht? Dieser, wow. Geschenkkarton ist ziemlich zäh. Oh Mann. Also können das nicht nur diese normalen Geschenke sein? Die sind krasser. Leichter. Alter, ich bin hier in der Fabrik des Weihnachtsmannes und zerstöre Geschenke. Ich bin ein richtiger Held. Oh, scheiße. Unser kleiner Mitstreiter ist zerstört. Wow. Sie sollen nicht mal fragen, ob ich okay bin, wenn ich mal einen aufs Maul kriege. Hallo? Wow. Nein? Alter. Wann lebst du wieder, kleiner Spaten? Wow, wie die Dinger mir auf den Sack gehen. Zuckerstangen ohne Ende. Toll. Er lebt halt gerade wieder eine Sekunde, ne? Und wird schon wieder zerbombt. Wow, 8 Stück noch. Oh Gott. Ich glaube, ich müsste die Dinger mal auf die Gegner zurückschmettern. Geht gar nicht. Ne? Super. Dann glaube ich falsch. Oh, Geschenkkarton. Wer hätte das gedacht? Oh. Boom. Allround Box. Oh, und kleiner Schneespaten ist schon wieder tot. Nix kann er da, ja. Nix kann er. Boah, Gott sei Dank. Aber wir sind wieder kurz am Level up. Oh nö. Oh nö. Ah! Ah! Okay, 7 Damage ist lächerlich. What the fuck? Aber ein witziges kleines Gebiet. Alter, diese Bomben. Geschenk. Sowas. Ich wusste es. Noch eine Falle, wirklich. Ich kann auch keinen klaren Weg hier raus erkennen. Das Puzzle dort muss der Schlüssel sein. Aber wir können es nicht erreichen. Was ist der Sinn einer Falle, wenn man ihr nicht entkommen kann? Amateure. Ah. Mann, das hat viel länger gedauert, als ich dachte. Hey, hätte nicht gedacht, dass ich euch so schnell wiederfinden würde. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal froh darüber sein wäre, deine hässliche Visage zu sehen. Siehst du das Puzzle? Löse es hinterweise, ja? Ein
Hilfe! Ich weiß nicht, ob ich das hier lösen kann. Wovon redest du? Das hier ist fast identisch mit einem der Puzzles aus der Prüfung. Ich habe bestanden, indem ich volle Punktzahl bei den anderen Prüfungen bekommen habe. Ich habe das Puzzle nicht einmal geschafft. Du, was? Ein blindes Huhn hätte dieses Puzzle lösen können. Wie kann ein Mensch eines von ihnen nicht erschaffen? Es ist nicht so, dass ich eines von ihnen nicht geschafft habe. Ich habe keines von ihnen geschafft. Möge die Göttin Gnade mit unseren Seelen haben. Ui, hör doch nicht auf diesen Neinsager, Luke. Es reicht mir jetzt mit Leuten, die anderen sagen, was und was sie nicht können. Aber ich bin wirklich schlecht bei Puzzles. Nun, dafür bin ich großartig bei Puzzles. Mit meinem Gehirn und deinen Muskeln können wir es leicht lösen. Wirklich? In dem Fall könnten wir es sogar schaffen. Komm hier herüber und hilf mir aus. Es kann nicht gut gehen. Beeilt euch, ihr zwei. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich das wahre Geheimnis dieses Raums lüften werden. Alles klar. Oh mein Gott. Verstehe. Verstehe. Wow, es tut sogar ganz schön weh, wenn dieses blöde kleine Zuglein einen trifft. Oh, beeil dich! Du dummer Mensch! Oh Gott. Da war ich halt einfach zu langsam. Mitte ist immer ganz gut, weil... Oh. Meint ihr das ernst? Wie dumm können zwei Leute sein? Hey, dieses Puzzle ist praktisch das Schwerste, das ich je gesehen habe. Nein, es ist so simpel. Ich kann mir die Art von Puzzles, die du gesehen haben, musst mich da mal vorstellen, wenn du das hier schwer nennst. Gar keine, okay, das ist das erste Puzzle, das ich je gesehen habe. Mach mal halblang. Was? Hast du gerade gesagt, dass du... Oh, wie auch immer. Es ist vorbei, Junge. Wenn wir nicht überrannt oder in Stücke gesprengt werden, verhungern wir eben. Warte, ich glaube, ich verstehe es langsam. Haltet nur noch ein bisschen länger aus. Halt dein dummes Maul! Wow, alle bis auf ein Feld. Really? Wow, das war knapp. Vor allen Dingen achte ich gar nicht mehr auf die Züge, um ehrlich zu sein. Ich gucke nur, wo gerade kein Schatten ist und renne da so schnell hin, wie es nur geht. Hat man gerade gesehen. Die Züge machen, ich glaube, weniger Damage als die Bomben. Von dem her passt das schon irgendwie. Wow. Wow. Nein! Ist es gelöst? Ich glaube schon. Wir haben es geschafft. Wir sind offiziell Genies. Wir sind? Ich meine, natürlich sind wir das. Hast du das gehört, du Meckersack? Oh nein, sieh nur. Eure Zuckerstangen sind nicht nach unten gefahren. Wie schade. Dann gehen wir mal ohne euch weiter. Dummer Beutel, ich kann zwischen ihnen durchfliegen. Kein Problem. Nein, jemand muss doch Goldlöckchen von Ärger fernhalten. Warum findet ihr beide nicht einen anderen Weg oder so? Hey, ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Also gut, Team Naniwa kümmert sich darum. Endlich mal ein paar gute Nachrichten. Lass uns diese verdammten Frostlinge in die Ecke treiben, Junge. Ja, müssen wir wirklich. Aufnahme Time over 9000 und so. Hahaha, wir haben die kleinen Nervensägen in die Ecke gedrängt. Lass uns das schnell aber schmerzhaft erledigen. Oh nein. Sieht so aus, als hätte ich Verlies gegen Nummer 6 vergessen. Verwöhne deine Gegner nie, bevor du sie besiegt hast. Verwöhne. Nun ja, wenn wir das Nummer 1 Sammlerteam werden wollen, brauchst du die Übung. Enraged Toy Machine. So ein bisschen live. Ausgerüstet. Okay. Whatever. Ich hatte gerade eigentlich gar nicht so die dolle Zeit, aber okay. Wehrt die sich irgendwie auch? Wow, die kriegt halt so gut wie gar keinen Damage. Sehr schönhaft. Wow. Okay, das ist halt einfach ein Kampf, der mega lange gehen wird. Diese dumme Maschine halt einfach so gut wie gar keinen Damage frisst. Wow. Wow, und diese Geschenke, ne? Alter. Ist ja nicht so, als wären das 1 Milliarde Geschenke. Und ist ja nicht so, als hätte ich ihm bisher absolut gar kein Damage gedrückt. Alter. Oh mein Gott. Irgendwann sind es halt so viele, dass du gar nicht mehr ausweichen kannst. Seien wir mal ehrlich. Und irgendwann bist du dann halt tot. Wow.
Gott, ey. Alter! Das einzig Schlimme an diesem Spiel ist halt echt die Tatsache, dass du keine Heil-Items hast. Da hat irgendwas 9999 Damage gedrückt. Lol. Tada, hier drüben, hinter der Glasscheibe. Die Kavallerie ist da. Luke, schlag diesen hier trächtige Ding in Stücke. Jawohl, Ma'am. Okay. Luke, drück diesen Knopf. Aber sicher doch. Dort steht manuelle Zug überhaupt bekommen? Hm. Ich finde, diese Hebel könnten Vorsichtsmaßnahmen für den Fall sein, dass das automatisierte System fehlschlägt. Vielleicht können wir diese Züge umleiten und dieser überdimensionalen Kaffeemaschine einen Löffel für eigene Medizin geben. Müsste das so nicht schon funktionieren? Theoretisch? Ja, je nachdem, wo wir herkommen, ne? Ach, von da kommen die? Oh nein, ich bin tot. Super. Leite den Zug in den Mund der Maschine. Ja, ich weiß. Oh, wieder ganz von Anfang an. Ei. Es ist schwer, dieses Spiel zeitlich gut aufzunehmen. Oh, Bombenpisser, ey. Wann hast du... Oh Gott, ey. Die schießen viel zu viele Bomben. Ist ehrlich so. Viel zu viele Bomben. Das nervt die Hölle. Ich wollte gerade sagen, sie kommen ja keine neuen, aber doch. Ach ja, ich habe den kleinen Spasti noch gar nicht beschworen. Gut, dieses Mal verlieren wir nicht so viel Life wie vorhin. Ja, und schon gut das Mal. Es ist halt auch so gay, dass diese blöden Geschenkficker, Spastis, Assis, selbst keinen Schaden nehmen von Bomben und derlei. Warum auch? Oh Gott. Jawohl. Oh. Wahnsinnige Viecher. Dumme, asselige Drecksviecher. Oh, klar. Leider mich noch erwischt, ey. Sicher. Ich habe schon wieder das 9900 damit gesehen. So, Start zum Überspringen. Alles klar. Also. Wenn ich den hier verwende, wenn ich den hier einsetze, das sieht eigentlich so aus, wenn er jetzt von da drauf kommen würde. Ach! Dann kommen die einmal neu sozusagen. Und jetzt kommt er dann von der Seite raus, oder wie ist das zu verstehen? Alter! Ich check es halt nur bedingt, um ehrlich zu sein. Weil jetzt können wir schon wieder nicht lenken. Oh Gott. Oh, was für ein nerviger Penner! Nee, absolut falsch die Weichen schon hier gelegt, ey. Absolut falsch. Oh, fick dich doch. Lachhaft! Ey, dieser Boss ist für mich echt zum Kotzen, ne? Na toll. Na toll! Am Arsch, Bruder. Oh! So. Oh Gott, nein! Das ist auch schon wieder falsch.
Diesmal kam er von der Richtung. Toll. Arschlecken, ey. Oh Gott! So viel Zeugs! Oh Gott. Ich hab grad voll keinen Bock mehr, ne? Das ist einfach nur lästig. So. Aber wie kann ich denn... Wow, ich hab absolut null Ahnung, ne? Haben die sich jetzt wieder komplett Grundzustand verändert? Oder könnte man dann wenigstens innerhalb von 3 Runden mal irgendwann dann halt, ne? Und so. Ich bin gleich wieder tot. Belästigend, einfach nur belästigend. Nö, ich habe keine Lust mehr. Deswegen beende ich diese Folge an dieser Stelle. Mal sehen, ob ich das weitermache oder nicht. Bis dann!